Töpsingen. Welkom ter program Töpsingen. Ik vrij ons dat het bij was. Die ram wie woest het je, woest zijn dat het je gans alleen zet en wie te weet je Kenia. Oba van deel voor wie nog Scheintool. En aan Scheintool had wie onze aanweging. En door haar wie gefilmd. En door lood wie die aan einfach dubie te zijn met een deel andere mensen wat door direct op een plaats vieren. En Töp, wel wie God loven prijzen. En ik lood die aan om die TV einfach luid met te zingen en God te loven. Welkom hier. Zweite Chronik im Alten Testament. In dem Kapitel 20, du habe ich eine Geschichte, was nicht bloß mir anredet, und so dort alle über längere Zeit euer redet. Und die Frau ist, was passiert, wenn wir Töp kommen und Gott loben und Gott anbeten. Hier ist König Josaphat, der König von Juda. Und hier ist ein von den Königen, wird Gott die Harche erdet. Also, von all den Königen wird antrüviere Gott je in Eva. Als Josaphat eint, wird Gott trüvier. Und nun kommt der Norechne König Josaphat dort, soll bedrängt worden von den Ammoniter, von anderen Völkern bezieht. Was hat der König? Heu rübt das ganze Volk Juda Terp. Nicht bloß die Mana. Die Frühes, die Kinder, allem rübt er Terp und die kommen im Tempel. Und sie knäuen sich vor Gott an und beten Gott an. Und dann auf einmal passiert dort, Jehaziel, ein Mann absteht und sagt, Gott hat mir was eingegeben. Mariam, erstens mal, wir brauchen keine Angst haben. Und sie finden, die wollen Mariam kommen.
Gott hat gesagt, wir sollen abstoßen in unsere flinte Handlei, Tüßlote. Wir sollen die Levite, also die, die in Gesang anleiten, die sollen vorabgehen und das Volk anleiten, im Singen. Und wir sollen lustreichen und singen. Und wenn ihr überlegt, dann ist das eine dumme Idee. Im Krichtetreichen ohne Flinte. Aber sie tun das. Der König sagt, wir wollen Gott gehorchen und wir wollen lustreichen. Und nächsten Mal passiert das auch so, sie treichen los im Kricht. Die Leviten gehen vorab, singen, lüten Gott und dann kommen sie in dem Tal, wo sie ab ihre Feinde trafen sollen. Und was sollen sie tun? Das Tal ist übersät von der Menschen. Gott hat verernt den Kampf gekämpft, während sie Gott anbeten deute. Diese Menschen, wie sich unter sich doll geworden, die fällt ja unter sich, was die Ungeriebe deute, und haben sich jenseitig angebracht. Und das folgt Judah mir, der all die Schätze tippt zusammen, was du im Tal geblieben wäre. Und das wisst uns, wenn wir Gott anbeten, dann passiert das was. Dann ist das nicht bis, wie sie dort gewarnt sind, wie es dort eine Tradition ist. Dann ist dort, wie es Gott unsere Kämpfe kämpft. Und dort wird Pfarrer uns leicht. Wenn wir Gott von heute vertrauen, dann kämpft er für uns. Und dort will ich von dazu stipulieren. Gott anbeten und Gott bejene. Herr, dein Name sei erhöht. Herr, ich singe dir zur Ehre. Danke, dass du in mir lebst. Danke für deine Erlösung. Du kamst vom Himmel herab, zeigst uns den Weg. Herr, du hast am Kreuz bezahlt für meine Schuld, und sie legten mich ins Grab, doch du stiegst zum Himmel auf, Herr, dein Name sei erhöht. Herr, dein Name sei erhöht. Wenn du aber dort den Herrn, deinen Gott, suchen willst, so wirst du ihn finden, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen willst. Diesen Vers finden wir in 5. Mose 4, Vers 29. Und ja, das singen wir jetzt auch mit dem nächsten Lied. Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Und in einem Abstoß. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Sorgen für mich. Mein Vertrauen will ich auf dich schauen. Herr, ich schaue auf dich. Gib mir ein Ohr.
drückt mich auch komm hier, droht man mir. Soll doch trotz Kreuz und Pein dies meine Losung sein. Bricht mir wie Jakob dort nackt auch herein. Find ich zum Ruheort nur einen Stein. Das wollen wir. Wir wollen näher zu dir. Verzeih du uns, wenn wir immer wieder uns selber von dir distanzieren. Und danke, dass du uns jeden Tag neu deine Gnade schenkst. Noch ist Gnadenzeit, Herr, und wir sagen dir danke dafür. Danke, dass wir dich kennen dürfen in unserem Leben. Amen. Thank you.
Bueno, wir haben viele Lehrer, und nun habe ich hier nach einem ganz paar Lehrer, wo wir Jugendliche auch mit allen kennen, mitsehen, was vielleicht mit allen bekannt sind für die Jugendliche, so steht einfach ab und singt sehr mit. Und wenn sie werden, ich kann auch sogar hüpfen. Und wir haben hier bei einer Regel ganz klar, dass Jugendliche sind all die, die sich jung im Hort fäulen, nicht die, die jung eklut. Und das Leute, Theodor und Gloria, das war, da holt sich so viel. Und das bedeutet so viel, dass wir Gott ihr geben. So, wenn ihr ein paar Mal hier habt, dann kann ich gleich mehr so ein Lied mehr singen. Theodor und Gloria, hallo Pedro. Wer will von Abschluss? Hermoso es Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Gloria, gloria, pero hay gloria, gloria.
In der wieder Programm von dir, ihr habt einen Teil von dort miterlebt, was wir bei der Anwendung erlebt. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Und dann wünschen wir uns, dass du nächste Woche wahrhaftig kommst. Dann wird nächste Woche mit Tipp singen.